Mehr Europawagen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Parteifreunde. Im Kern geht es bei diesem Credo der Altparteien doch darum, Europa, und damit ist ausdrücklich die Europäische Union gemeint, was aber etwas anderes ist als Europa, diesen Moloch Europäische Union mit zusätzlichem Geld und mit noch mehr Kompetenzen auszustatten. Dabei krankt die Europäische Union genau daran. Sie hat bereits zu viel Geld, zu viele Kompetenzen und vor allen Dingen hat sie die falschen Kompetenzen. Die Überregulierungswut der Europäischen Union schafft nur Unmut beim bevormundeten Bürger und bewältigt leider nicht, was tatsächlich Aufgabe einer Europäischen Union sein sollte. Die EU mischt sich dort ein, wo öffentliche Aufgaben auf dezentraler Ebene der Nationalstaaten viel besser gelöst werden könnten. Und in den wenigen Politikfeldern, wo es in der Tat einer europäischen Lösung bedürfte, ja, da tut sich nichts. Was Europa ganz gewiss nicht braucht, ist eine gemeinsame Besteuerungskompetenz. Es darf keine gemeinsame EU-Steuer geben. Wir sind übrigens die einzige Partei, die genau das konsequent fordert. Die Europäische Union braucht auch nicht noch mehr Geld aus den Mitgliedstaaten. Übrigens wissen die meisten Bürger gar nicht, wie sich die Europäische Union überhaupt finanziert. Das hält man hier sogar ganz bewusst so intransparent wie möglich. Und auch das ist zu beklagen. Und das ist einer der Gründe, warum ich ins Europäische Parlament gegangen bin. Um dem grassierenden Unfug hier einen Riegel vorzuschieben. Natürlich im Rahmen der noch bescheidenen Möglichkeiten, die wir bislang haben, die aber mit Gewissheit weiter anwachsen werden. Auch das Ergebnis der Wahlen in Italien spricht hier eine deutliche Sprache. In Italien haben die euroskeptischen Parteien, wie immer man zu diesen im Einzelnen steht, eine deutliche Mehrheit errungen, während die dortigen Altparteien allesamt im Niedergang begriffen sind. Die italienischen Christdemokraten sind faktisch bereits verschwunden und auch die Sozialdemokraten schicken sich an, die politische Bildfläche bald zu verlassen. Das hat Gründe. Und ich prophezeie, so wird es auch bei uns in Deutschland kommen. Wir müssen die Europäische Union in vernünftige Schranken weisen. Dazu ist es gut und wichtig, hier vor Ort zu sein, um den entrückten Eurokraten in ihren Übertreibungen einen anderen, nämlich einen deutlich bescheideneren, an den wahren Interessen der Bürger ausgerichteten und weitaus weniger kostspieligen Politikentwurf entgegenzusetzen. Die EU braucht nicht etwa mehr, sondern sie braucht weniger, sogar deutlich weniger Geld, um sich auf ihre wenigen echten Kernaufgaben zu konzentrieren. Darin sehe ich meine Aufgabe, darum bin ich hier. Ich tue das gerne und mit Freude, denn ich tue es für unser Land und unsere Leute. Es grüßt Sie ganz herzlich aus Brüssel, Ihr Jörg Meuthen.